Guten Morgen, ihr Hübschen, und willkommen zum 17.12. Wir sind immer noch in der Zwillingsmond-Energie. Da sind wir auch morgen noch drin und haben Sonntag noch den Vollmond da drin. Das ist der Vollmond, der Wendepunkt Vollmond und ne, Vollmond. Machen wir was? Wir lassen was los. Das ist der Joule. Vollmond, ja, das heißt, wir lassen etwas im alten Jahr und gehen mit neuen Zielen, neuen Wünschen, neuen Bedürfnissen ins neue Jahr. Wir haben jetzt so 10 Portaltage in Folge, wo wir einen wunderbaren Zugang zu uns selbst und aber auch eben zu anderen haben, zu unseren Gefühlen. Wir können tiefer gehen, wir haben viele innere Offenbarungen und müssten daher eigentlich ganz genau wissen, was wir in diesem Jahr lassen wollen, was wir uns fürs neue Jahr wünschen. Und da, ja, wie gesagt, es ist Portaltagsenergie. Wir haben einen tiefen Zugang zu unseren Bedürfnissen, zu unseren Gefühlen, zu unseren Sehnsüchten, zu unseren Wünschen. Die wollen sich ausdehnen. Ist vor Weihnachten auch die perfekte Zeit für, aber das habe ich euch mit den Geminiden, mit den Rauhnächten schon erklärt, ne? Habt ihr in der Infobox beziehungsweise als Kanalmitglied zugesandt bekommen. Und das ist jetzt die Energie, es fließen zu lassen, ja, frei fließen zu lassen. Was ist eure Erfüllung? Was wäre eure Erfüllung? Wie manifestiert ihr euch 2022? Wie wollt ihr durch das Tor gehen? Was darf mit und was sollte lieber hier bleiben? Und da habt ihr auch Spiegel, ne? Zwilling, Seelenpartner an eurer Seite, die euch genau zeigen, ne? Ja, davon will ich mehr, nein, davon will ich weniger. Also sind wir wieder in der Aschenputtelzeit, ne? Guten ins Töpfchen, schlechten ins Kröpfchen. Also, heute habt ihr einen tiefen Zugang zu euren Gefühlen. Ihr habt innere Offenbarungen. Ihr seid nah am Wasser gebaut, ja, wegen diesem Zugang zu euren Gefühlen. Ihr seid, lasst euch von euren Emotionen lenken und steuern. Und das ist gut, ne? Warum? Haben wir schon gesagt, weil ihr so genau wisst, ja, was erfüllt euch nicht. Ne? Womit wollt ihr durch das Tor gehen und womit lieber nicht? Ne? Das ist auch so typische Vollmondsenergie, weil ihr ne, durch dieses Emotionale, ne, dieses Hypersensible, dieses Hochsensitive gerade ja, eigentlich, ne, genau wisst, was ihr loslassen wollt und was nicht. Und dann haben wir jetzt halt, ne, weil es ein Wendepunktsvollmond ist, ja, der Joule-Vollmond ist, haben wir noch den Verstärker, ja, die verstärkte Wahrnehmung durch die Portaltage. Also wundert euch nicht, wenn ihr heute sehr emotional seid, wundert euch nicht, wenn ihr nah am Wasser gebaut seid. Das hat einen Sinn und einen Zweck. Und dann geht es halt nur darum, auch dementsprechende, ihr wisst, ne, dass das frei fließen darf, ja, zur eigenen Erfüllung muss das dann halt auch frei fließen dürfen, ja. Dann, womit wir dann wieder bei die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen sind, ne. Wenn ihr euch dann wieder kontrolliert, ne, begrenzt, ne, das kennt ihr alles, ne. Verheimlicht, unterdrückt und verschleiert, dann halt, okay, kommt's halt mit und dann noch eine Runde, ne? Aber das wisst ihr. Überschrift für heute also
super emotional. Und wozu oder warum, wisst ihr jetzt, ne? Ja, hier schau mal, ne? Traumbotschaften, ne? Das haben wir gestern schon gesagt. Ja, hier wird auch viel in Träumen und auch in Meditation jetzt miteinander kommuniziert. Ja, und dann wisst ihr auch, ne? Wie sinnvoll etwas ist oder nicht, ne? So, habt ihr noch mal ein Gebet für diese wichtige Phase jetzt, ja? Wer mag, ne? Halte ich euch das mal ein bisschen länger rein. Könnt ihr jetzt einen Screenshot machen, ne? Oder auf Pause drücken. Und nun ist das schön. Genau, hier, ne? Also für mich beginnt dann so ab hier die wichtige Phase, ne? Aber es liegt wohl daran, dass ich immer super schlafe, ja? Also es ist total schlimm mit mir, abends ein Hörspiel zu hören, ja? Weil ich immer gleich nach 2 Minuten penne. Also wenn man mit mir ein Hörspiel anmacht, ja, da braucht man 3 Jahre, um das einmal durchgehört zu haben. Hier, ne? Erzengel Michael, ich lade dich in meine Träume ein, als mein Lehrer, Führer und Heiler. Ja, und das ist das, was ich euch im Grunde genommen gerade schon erklärt habe. Ne? Ja. Bitte erlaube mir, ne, eine bestimmte Situation hier in geistiger Hinsicht zu verstehen und führe mich auf jeden Schritt meines Weges. Und die Führung, ne, ihr wisst, Energien, ja, und der Erzengel Michael ist nichts anderes als eine Energie, fließen immer übers Herz. Ne? Und deshalb habt ihr gerade diese hochemotionale Phase sozusagen. Ja, und wer mehr Klarheit braucht, ne? Michael ist Stirnchakra, ne? Wer mehr Klarheit braucht, ne? Mehr Verständnis braucht, ja, wer auf dem Schlauch steht, ne? Der kann sich hier während der Portaltage, ne? Die sind extra dafür. Die sind extra dafür. Ja? Um entsprechende Unterstützung bitten. Ja. Ja, aber von den Traumbotschaften haben wir halt gestern schon gesprochen. Gut, da wisst ihr das Motto des Tages, ne? Und dann hören wir morgen mit einem Impuls fürs Wochenende. Okay, dann bis dann. So haben wir.